Yo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Fabian Fröhlich und heute geht es um das Thema Mietnomaden. Also mal ein bisschen unschöneres Thema, aber dennoch ein sehr häufiges Thema, wo die Leute Angst vor haben. Deswegen habe ich mir gedacht, ich spreche einfach mal darüber. Es gibt so eine Studie von der Bundesrepublik der letzten 44 Jahre. Ich frage jetzt nicht, warum 44 Jahre, ich weiß nicht warum, keine Ahnung. Da sind auf jeden Fall nur 1500 Fälle bekannt. 1500 Fälle bei 44 Jahren ist ja eigentlich gar nichts. Und das sagt eigentlich schon aus, warum soll man da Angst davor haben. Das ist ja wie ein Sechser im Lotto, wenn man so einen erwischt. Tatsächlich kenne ich jedoch jemanden, der hat schon mal einen Mietnomaden in seiner Wohnung drin gehabt. Das kann man sich dann so vorstellen, der war einfach da, hab nichts gezahlt, alles kaputt gemacht, keinen Respekt gehabt und sich einfach richtig blöd verhalten. Also sowas gibt's schon, ja, klar. Aber es ist sehr, sehr selten und man sollte nicht unbedingt Angst davor haben. Wenn man richtig vermietet, dann kann eigentlich relativ wenig schief gehen, wie man einen guten Mieter findet, weil dann dementsprechend eine gute Abrundung zu dem Thema. Manchmal, wenn man eine Kapitalanlage kauft, ist die Wohnung schon vermietet zuvor. Also dann kann man sich zum Beispiel von dem vorherigen Eigentümer ein paar Unterlagen zeigen lassen, wie ein Mietvertrag, Geldeingänge auf dem Konto von dem Mieter in den letzten 3-4 Monate oder länger. Und da kriegt man in der Regel schon auch eine Auskunft dazu, zu dem Thema. Wenn da nichts kommt, wenn man nichts gezeigt bekommt, ja, dann Finger weg, besser ist es. Grundsätzlich, wenn man eine gute Menschenkenntnis hat, hat man eigentlich auch gar keinen Stress damit, einen guten Mieter zu finden. Einen guten Mieter kann man auch oftmals schon im Freundeskreis finden. Wenn man da irgendwie seine erste Wohnung vermietet, wenn man es nicht im großen Stil macht und seine erste Kapitalanlage hat, dann kann man einfach mal rumerzählen, hey, was geht, lab Leute, ich habe eine neue Wohnung. Wenn einer Interesse hat, einzuziehen, hier, take it or leave it. Und dann kann man irgendwie so einen Bekannten oder einen Freund einziehen lassen. Kann es aber auch verstehen, wenn man irgendwie nicht mit Freunden Geschäfte machen will. Das soll es ja auch immer mal wieder geben. Und ja. So, dann habe ich noch ein paar Ergänzungen zu dem Thema, wie man einen Mieter findet, einen guten, wenn man über den Freundeskreis keinen Erfolg hat oder vielleicht auch keine Lust hatte, einen zu finden. Also man kann über die ganzen gängigen Online-Portale als inserieren und sagen, hey Leute, was geht, ich habe eine Wohnung zu vermieten, das und das sind die Randbedingungen. Da würde ich nicht zu hoch ansetzen, sondern eher so Mittelwert, Durchschnitt, weil wenn du zu hoch ansetzt, kommt zu wenig Anfragen, vielleicht auch gar nichts. Zu billig darf man natürlich auch nicht sein, aber ja, ein angemessener Preis ist auf jeden Fall der sicherste Weg, wenn man schnell was wegbekommen will, wenn man maximalen Ertrag erzielen will und zu teuer ansetzt. Dann kann es halt auch mal sein, dass 2-3 Monate dauert, bis eine Erstvermietung zustande kommt. Und somit geht natürlich auch 2 Monatsmieten verloren, die du wieder reinholen musst. Also kannst du mal rechnen, okay, 2 Monatsmieten, wie lange dauert denn das? Also vielleicht dauert es ein Jahr oder 2 und dann ist er schon wieder ausgezogen. Also hat sich's auch nicht gelohnt. Deshalb viele ältere Investoren, die ich kenne, die sagen, lieber weniger Stress und dafür läuft das Ding ewig durch. Regionalzeitungen, Ortsblätter kann man noch inserieren, also einfach reinschreiben. Ich habe eine Wohnung zu vermieten, bitte einfach anrufen. Einfach anonym kann man machen, kriegt man viele Anrufe, kann die Leute am Telefon schon mal einschätzen. Oder es gibt noch andere kostenlose Wege, die mir schon spontan einfallen. In manchen Supermärkten gibt es am Eingangsbereich so einen Board, bei dem man hinschreiben kann, ich suche Mieter oder ich biete Wohnung zur Vermietung an und dann können die Leute sich melden bei dir, dich anrufen. Dann hast du auch nicht so eine hohe Nachfrage, kannst dich vielleicht auf 1, 2, 3 Leute konzentrieren. Und die Frage ist natürlich auch immer, wer schaut denn auf so ein Board drauf? Das sind halt vielleicht die Leute, die gute Mieter sind, ja. Muss man sich überlegen, was für ein Supermarkt das ist. Man sieht ja die Leute, die da ein- und ausgehen auch schon. Hat man schon mal ein kleines Bild vorab. Gerade auch noch wieder ein weiteres Thema. Es kommt natürlich auch immer darauf an, wen möchtest du ansprechen. Also hier jetzt in der Wohnung, in der ich gerade bin, die haben wir einfach möbliert vermietet. Man könnte auch eine StudentenwG reinmachen, hier zum Beispiel in der Lage. Wenn ich jetzt eine StudentenwG hätte reinmachen wollen, dann wäre ich so vorgegangen, dann wäre ich zur Hochschule gegangen, hätte einen Aushang gemacht am Blackboard. Ich habe eine WG und suche Mieter, Untermieter oder Nachvermietung oder was auch immer. Und dann melden sich Studenten halt einfach in die Uni reinhängen, fertig, oder WG gesucht. Ist halt wahrscheinlich wieder kostenpflichtig, weil es ein Portal ist, aber einfach in der Uni reinhängen oder ein paar Leuten erzählen. Ja, wenn man noch relativ jung ist, kann man aber einfach anquatschen ein paar, dann kommt es auch authentischer, da könnte ein Student sein oder so.
Ist auch kein Stress. Why not? Bei wirtschaftsstarken Regionen kann man auch einfach mal bei den Firmen anrufen und sagen, ich habe eine Wohnung zu vermieten. Und falls sie Bedarf haben, dann würde ich die einfach ihnen mal zuschicken. Packen sie die in ihr Intranet rein, dann meldet sich jemand. Und wenn jemand über die Firma kommt, oder wenn man eine Firma sogar vielleicht direkt vermieten kann, wenn man das Glück hat, dann ist das Tolle, der Mieter weiß, ich habe die Wohnung bekommen von meiner Firma. Somit kannst du dir sicher sein als Vermieter, dieser Mieter weiß, er hat die von der Firma bekommen und passt halt auch drauf auf, weil du als Vermieter kannst natürlich, du hast die Macht, du hast das Telefon in der Hand, du kannst anrufen bei der Firma und sagen, hey, ich weiß auch nicht, aber der Mieter, der ist ein bisschen blöd und macht das und das, ne? Und das weiß der, deshalb passt er auf. In der Regel kannst du so umgehen, irgendwie Stress zu bekommen, weil die in der Regel schon aufpassen doch. Wir haben sehr gute Erfahrungen mit diesem Weg gemacht. Also einen persönlichen Bezug würde ich auch noch empfehlen herzustellen zum Mietern, ein bisschen so vorher, ein bisschen Sympathieebene abklopfen. Das Gute daran ist, man kann schon gut Menschen einschätzen doch, wenn man es ein paar Mal gemacht hat. Ich würde keine Massenbesichtigungen machen, also klein München oder so, Berlin in den top gefragten Lagen ist das immer mal wieder der Fall. Habe ich mitbekommen, habe ich keine Erfahrung selbst damit gemacht, aber habe ich mitbekommen. Aber wenn man so einen persönlichen Bezug herstellt, dann ist es schon relativ chillig und der Mieter kann sich vielleicht auch öffnen und ein paar Sachen erzählen, die er jetzt nicht erzählen würde, wenn drei, vier Leute Fremde nebendran stehen. Weil so drei, vier Leute Fremde in einem Raum kennen sich ja niemand untereinander bei so einer Massenbesichtigung. Da geht schon das ein oder andere Detail unter. Deswegen würde ich von Massenbesichtigungen einfach abraten. Wenn man eine Wohnung sucht und einziehen möchte, sieht es vielleicht anders aus, dann kann man hingehen und fertig. Aber als Vermieter würde ich es nicht unbedingt anbieten. Das ist auch so ein bisschen ein Zeichen von Faulheit oder so. Ich habe meinen Tripod vergessen, I'm sorry. Wenn du dann einen Mieter hast oder vielleicht zwei, drei in der engeren Auswahl, dann lass dir am besten mal einen Gehaltsnachweis zeigen von ihm. Lass dir am besten eine Schufa-Selbstauskunft mitbringen. In der Schufa-Selbstauskunft, die kann übrigens jede Person einmal im Jahr kostenlos anfordern. Da steht drin, zum Beispiel, wenn man eine Handyrate nicht bezahlt hat, wenn man einen Kredit nicht bezahlt hat, wenn man irgendwie ein schlechtes Bild mal finanziell hinterlassen hat, das steht da alles drin. Dann kannst du dir als Mieter sicher sein, der Junge ist in Ordnung oder das Mädel ist in Ordnung. Oder auch nicht, Finger weg. Deswegen würde ich das auf jeden Fall empfehlen. Schufa plus Gehaltsnachweis. Und das nächste Ding, was man noch sich anfragen kann, ist ein Arbeitsvertrag. Ist das befristet oder unbefristet? Bei einem unbefristeten Arbeitsvertrag hat man natürlich das Risiko, dass der Mieter nach einem Jahr oder nach 8 Monaten, wie lange der je nachdem läuft, kein Arbeitsverhältnis mehr hat, also auch keins mehr bekommt. Dann musst du dir die Frage stellen, wenn er keins mehr hat, wird er eine neue Vermietung bekommen? Wo wird er hingehen? Wird er bleiben und vielleicht finanzielle Schwierigkeiten kriegen oder nicht? Und muss man sich halt alles gut überlegen. Weil wenn er halt erstmal drin ist, der Mieter, dann kann man nicht einfach sagen, nee, ich will dich doch nicht hier wohnen haben. Das kann man nur vorher entscheiden. Das ist halt das Mietrecht in Deutschland. Deshalb mach dir gute Gedanken, wenn ein befristetes Arbeitsverhältnis vorhanden ist, würde ich hinterfragen, wie es weitergeht nach Ablauf der Frist, falls keine Verlängerung zustande kommt. Noch ein weiterer Punkt. Cashflow-Planung. Die meisten Leute, du bist ja schon relativ weit, wenn du hier das Video dir anschaust, dann hast du auf jeden Fall einen Plan von Immobilienfinanzierungen, wie man sowas sich aufbaut. Aber was nicht heißt, dass jeder Mieter davon einen Plan hat. Wenn du eine Wohnung vermietest, die ist teuer, zum Beispiel 700 Euro, die Person verdient 1200 netto. Dann musst du dir mal überlegen, hey, macht das überhaupt Sinn, als Mieter so viel Geld für eine Wohnung auszugeben? Das geht doch gar nicht. Dann haben die Mieter vielleicht ihre Hausaufgaben nicht gemacht oder die potenziellen Mieter und wissen gar nicht, okay, ich komme hier in Schwierigkeiten, wenn ich die hier einziehe. Das ist viel zu teuer. Deswegen 30% vom Nettoeinkommen maximal, sage ich, für einen Mieter. Wenn er da drüber liegt, dann würde ich schon aufpassen, ja, auf jeden Fall. Der Mieter soll natürlich auch nicht in Schwierigkeiten kommen. Das ist natürlich auch in deinem Interesse. 40% ist vielleicht auch noch okay, wenn die Basis eine hohe ist, eine höhere ist. Man muss natürlich auch ins Verhältnis ein bisschen setzen. Wenn man dann nicht mehr genug Geld zum Essen übrig hat, sieht es schlecht aus, aber wenn halt da noch ordentlich was übrig bleibt, dann passt es trotzdem klar. Was auch noch ein Tipp ist, den habe ich persönlich noch nie angewendet, aber schon oft bekommen: Lass dir doch einfach mal die Telefonnummer vom Vormieter geben und ruf ihn an. Beziehungsweise sagt, dass du ihn anrufst. Wenn er die Nummer nicht rausgibt, hat er Dreck am Stecken. Wenn er sie dir gibt,
dann hat er keinen Dreck am Stecken. In der Regel muss man wohl gar nicht anrufen. Ich habe es noch nie getestet, aber es soll wohl gut funktionieren. Wenn es jemand ausprobiert hat, freue ich mich darüber, in den Kommentaren Bescheid zu bekommen über Erfahrungen. So, das war es jetzt zu dem Thema Mietnomaden und Erstvermietung. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt noch zu dem Thema, dann lasst mich das doch einfach wissen. Ich packe einen Link unter dieses Video, fabianfröhlich.com/askff. Wenn ihr irgendwas wissen wollt, schreibt mir eine Frage und wenn es kurz ist, beantworte ich es persönlich. Ansonsten mache ich ein kleines Video dazu. Ich hoffe, dass ich dir mit dem Thema weiterhelfen konnte und wünsche dir ganz viel Erfolg beim Investieren. Mach's gut. Tschüss.